Ich habe das Gefühl, dass wir eine immer größere Familie wirklich werden, ja? Dass immer mehr Menschen sich dafür begeistern, für diesen Sport, für diese Mannschaft. Und das sieht man auch an so einem Abend wie heute, wenn man sieht, wie viele basketballbegeisterte Menschen hier zusammenkommen und sich an diesen Erfolgen natürlich auch dieser Mannschaft erfreuen und man diese Entwicklung live miterlebt, das macht schon echt viel Spaß. Die Saison ist ja eigentlich einmalig. Ich glaube, das ist das Beste, was wir jemals in den letzten Jahren erreicht haben. Also wir sind im Pokalfinale, wir sind unter den letzten 16 immer noch in Europa. Wir haben die Möglichkeit, am 3. unter die letzten 8 zu kommen, wenn wir Patras schlagen. Wir stehen nicht schlecht da in der Liga, aber es ist ja nicht noch irgendwas, nichts erreicht. Also wir müssen noch hart daran arbeiten. Und das Programm, was insbesondere im März vor uns steht, das ist schon hart. Und freuen wir uns über jede Unterstützung und dass die Jungs auf jeden Fall fit bleiben. Ich bin ganz begeistert als Vertreter der Stadt Oldenburg und als Vorsitzender des Sportausschusses, dass wir so einen guten Spitzensport hier haben. Ich komme selber aus dem Basketball und ich finde das ganz hervorragend, also ganz toll. Die Leistung, vor allem jetzt dieses Endspiel, Pokalendspiel, Zweiter zu werden, à la Bonheur. So, wir haben uns auf dem Weg dahin schon einiges angesehen und wir haben gespürt, was da für eine Welle auf uns zurollt. Was wir aber nicht geglaubt haben, ist, dass man ihn so an der Mercedes Arena empfängt. Das war sowas von beeindruckend und viele von uns hatten wirklich Tränen in den Augen, weil die Choreografie, die unsere Fans dort entwickelt haben, die war eigentlich einmalig. Es war unbeschreiblich, es hat wirklich unsere Herzen ergriffen. Einmalig, also diese Stimmung da mit allen Fans zusammen zur Arena zu marschieren und da die Fangesänge zu rufen und das war ein tolles Erlebnis einfach. War natürlich ein absolut wunderbares Erlebnis. Ich bin ja mit im Bus gereist, hin und zurück an einem Tag. Und was wir da an Stimmung erlebt haben drumherum und das ganze Szenario, das Adrenalin, das einen permanent wieder durchschoss und das wieder aufgebaut wurde, das war also wirklich ein fantastisches Erlebnis. Und ich sag mal, mit dem Sieg wäre es gar nicht auszuhalten gewesen. Ganz toll, wie die Oldenburger Fans doch hinter der Mannschaft standen und das hat man bis zu Hause, bis in Oldenburg, bis aufs Sofa bei mir zu Hause habe ich das gemerkt, wie diese Unterstützung der Fans für die Mannschaft da war. Also grundsätzlich ist es natürlich Dankbarkeit, dass ich diesen Job machen darf. Ich bin ja eher so ein Typ, der ja nicht so nach vorne prescht und mir ein bisschen zurückhaltend ist. Ich brauche nicht unbedingt diese Auszeichnung, aber es freut einen natürlich, wenn man dann für diesen Job, den man da seit vielen Jahren macht und den man ja auch mit einem gewissen Einsatz macht, dann so ein Dankeschön erhält. Und natürlich in dieser Runde ist es besonders schön. Ich habe das immer schon in den letzten Jahren öfter mal gesagt, gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist besonders angenehm, weil das Team einfach toll ist, das Ganze drumherum. Sowohl die Leute vom Basket Center, also die hauptberuflichen, sag ich mal, wie die sportlichen Teilnehmer, alle die Mannschaft und der Trainerstab drumherum alles. Und natürlich unsere Gemeinschaft als Ehrenamtliche macht in den letzten Jahren besonders viel Spaß.